Hey, hallo, willkommen zurück. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Freut mich wirklich sehr. Und ich muss sagen, ihr habt echt gute Ideen, wie wir unsere Apps weiterentwickeln und vor allem auch verbessern können. So zum Beispiel hat mich der Jonas angeschrieben und der Jonas meinte: Hey Jan, sag mal, können wir vielleicht auch mal ein paar Soundeffekte einbauen, zum Beispiel in die Boom-App? Das wäre doch richtig cool. Ja, ich muss sagen, die Idee finde ich auch ziemlich geil. Also danke dafür, Jonas. Falls du das siehst, Grüße gehen raus an dich. Heute geht es also darum, Soundeffekte in die Boom-App einzubauen. Was ist die Boom-App? Möglicherweise hast du das verpasst. Falls ja, dann schau dir die anderen Videos hier auf diesem Kanal an, da erkläre ich das. Und wir bauen die sozusagen gemeinsam. Das ist nämlich eine App für Android, eine Spiele-App, die hat zwei Buttons. Mit dem einen Button zählen wir eine Zahl hoch, 1, 2, 3 und so weiter. Und immer wenn die Zahl durch 3 teilbar ist oder eine 3 enthält, drücken wir den anderen Button. Das ist der sogenannte Boom-Button. Deswegen heißt die App auch Boom-App. Die Idee ist übrigens nicht von mir. Das war in einigen Kommentaren schon so eine kleine Diskussion. Hey, die Idee ist doch geklaut und so. Nein, die Idee ist nicht geklaut. Ich habe nie gesagt, dass sie von mir ist. Die Spielidee existiert natürlich schon eine ganze Weile. Wir haben es lediglich für Android umgesetzt. So, also, falls du das nicht kennst, noch nicht nachgebaut hast, einfach dieses Video jetzt hier stoppen und erstmal die anderen Videos anschauen und vielleicht die App nachbauen. Okay, es ist ein bisschen viel verlangt, ich weiß. Falls du jetzt dazu keine Zeit hast oder keine Lust hast, dann scroll einfach ein Stück runter, denn ich habe dir in die Videobeschreibung den Quelltext dazu reingepackt zu der Boom-App. Einfach runterladen, kurz entpacken, mit Android Studio öffnen und dann bist du auch schon bereit und kannst heute direkt live mitmachen. Also, jetzt geht's los. Wir bauen jetzt Sounds ein und zwar in die Boom-App. Das ist die App, unsere Boom-App. Und zwar die Main Activity und hier wollen wir jetzt also Sound einbauen. Zunächst brauchen wir Sounds. Am besten nehmen wir dazu MP3-Dateien. Und was brauchen wir für Sounds? Ich würde ja vorschlagen, dass wir einmal einen Sound machen, wenn man auf die Plus-Taste tippt. Also immer so dab, 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 dab. Da soll ein passender Sound kommen. Und wenn man einen Fehler macht, also sprich, wenn der Text in einem Display rot wird, dass dann vielleicht auch ein Sound kommt, natürlich ein anderer, so ein typischer Fehlersound, so düdüdüdüm oder so. Ich weiß nicht, also ich will den Sound jetzt hier auch nicht selber kreieren, sondern wir nehmen natürlich da irgendwie fertige MP3-Dateien. Was ich euch empfehlen kann, ich blende auch mal hier unten jetzt den Link ein, und zwar notificationsounds.com. Dort findet ihr jede Menge Sounds, die eigentlich für Benachrichtigungen gedacht sind, die aber auch für solche einfachen Spiele ganz gut geeignet sind. Ich habe da auch schon zwei rausgesucht. Und was ihr machen müsst, um diese Sounds einzufügen in Android Studio, ihr geht hier links in die Ordnerstruktur und klickt auf diesen Res-Ordner, der ja für Resources steht, den kennt ihr schon. Da drückt ihr die rechte Maustaste, dann auf New Directory. Das heißt, ihr erzeugt ein neues Verzeichnis und ihr gebt ihm den Namen RAW, also RAW geschrieben. Einfach Enter drücken und dann erstellt er halt ein neues Verzeichnis RAW. Und wenn ihr die MP3-Dateien irgendwo her habt, irgendwo runtergeladen habt, dann nehmt ihr den Windows Explorer. Ich habe jetzt hier zwei Dateien, die eine heißt Correct MP3, die andere heißt Wrong MP3. Und die beiden kopieren wir jetzt hier raus, ja, Steuerung C zum Kopieren. Und dann gehen wir in Android Studio in den RAW-Ordner, also den einfach kurz markieren. Und dann zum Einfügen unter Windows wäre das Steuerung V oder auch hier geht rechte Maustaste und Paste. So, und dann fragt er nochmal, ob die Dateien hier wirklich in diesen RAW-Ordner sollen. Einfach auf OK klicken. Und dann seht ihr hier, wenn ihr das hier öffnet, dann hat er die beiden MP3-Dateien in diesen RAW-Ordner kopiert. Wunderbar. So, und um die zu benutzen, gehen wir hier in die Main Activity. Und um Sounds abzuspielen, brauchen wir den sogenannten Soundpool. Den müssen wir hier oben deklarieren. Das machen wir da, wo wir auch die Views haben. Und schreiben einfach drunter Soundpool. Nennen wir auch einfach Soundpool. Und dann initialisieren wir diesen Soundpool. Das heißt, wir haben ja hier die OnCreate-Methode, die immer aufgerufen wird, wenn die Main Activity erzeugt wird. Da initialisieren wir die Views in InitViews, genauso die ClickListeners. Und bevor wir die Highscore laden, würde ich sagen, initialisieren wir auch den Sound. Schreiben wir einfach InitSounds. So, und dann legen wir eine neue Methode an. Also Protected Void InitSounds, so wie wir sie also hier oben genannt haben. Und jetzt müssen wir als erstes den Soundpool initialisieren. Wie machen wir das? Wir schreiben Soundpool ist gleich und benutzen jetzt den sogenannten Soundpool-Builder. Wir schreiben also new soundpool.builder und rufen dann einfach die Methode build auf.
Wir können natürlich noch ein paar mehr Sachen machen mit dem Soundpool-Bilder. Wir können zum Beispiel noch Audio-Attribute übergeben oder andere Dinge. Wir können zum Beispiel sagen, wie viele Sounds gleichzeitig abgespielt werden können. Brauchen wir in unserem Fall alles gar nicht. Das heißt, wir schreiben nur Soundpool ist gleich New Soundpool-Bilder. Und mit der Bildmethode, die wir dann aufrufen, erzeugen wir eben einen neuen Soundpool. So, dann haben wir den Soundpool. Und jetzt geht es darum, dass wir die Sounds schon mal vorladen. Denn immer wenn wir den Button drücken wollen, soll ja sofort ein Sound kommen. Und das würde nicht so gut funktionieren, wenn wir den Sound erst dann laden, wenn wir ihn brauchen. Sondern wenn wir den Sound schon vorladen, dann geht das alles ein bisschen schneller. Weil beim Button-Druck soll ja sofort schon ein Sound kommen. Da können wir nicht erst einen Sound laden. Also machen wir das hier schon mal. Das funktioniert so, dass immer wenn ein Sound geladen wird, gibt uns der Soundpool eine Sound-ID zurück. Und die sollten wir am besten hier auch hier oben mit speichern, sodass wir die später in unserem Hauptprogramm ganz leicht wiederverwenden können. Diese IDs sind vom Typ Integer, das heißt, wir definieren hier zwei neue Variablen. Warum zwei Sound-IDs? Ganz einfach, weil wir zwei Sounds haben. Wir haben einmal den Sound für korrekt und einmal den Sound für falsch. Das heißt, wir bekommen vom Soundpool beim Laden der Soundfiles auch zwei IDs zurück. Das eine würde ich vielleicht Sound-ID korrekt nennen. Das ist die ID für den korrekten Sound und Sound-ID wrong, wenn man also einen Fehler gemacht hat. So, und das laden wir jetzt einfach. Dazu rufen wir auf Soundpool load, so wie es hier direkt vorgeschlagen wird. Und wir müssen drei Argumente übergeben. Einmal den Kontext, den kennen wir schon. Das ist immer die Main Activity selbst. Dann mit Res-ID ist die Resource-ID gemeint, also sprich, welche Datei wir laden wollen, welche MP3-Datei. Und Priority können wir noch angeben, das zeige ich euch gleich, das ist gar nicht so wichtig, müssen wir aber machen. Das heißt, wir schreiben hier load, Kontext haben wir gesagt, ist this, einfach die Main Activity selbst. Dann die Resource-ID, die geben wir an, diesmal mit R. für Resources. Dann raw, weil unser Ordner raw heißt. Und dann können wir auch schon die Sounddatei wählen. Wir laden ja beide, also fangen wir einfach mit der korrekt an, R, raw, korrekt. Und die Priority, und die sollte immer 1 sein. Warum immer 1? Ganz einfach, wenn wir uns mal die Load-Methode angucken, einfach mal raufklicken, dann können wir da reinschauen und da steht auch eine Beschreibung dieser einzelnen Parameter und da steht Priority. The priority of the sound currently has no effect. Wie ich gesagt habe, ist völlig unwichtig im Moment. Use a value of 1 for future compatibility. Also hier hat Android bzw. Google schon etwas vorbereitet für die Zukunft. Wir sollen also immer 1 setzen, das machen wir auch, deshalb Komma 1. So, das Ganze müssen wir natürlich jetzt zuweisen, diese ID hier oben, denn die Load-Methode gibt uns was zurück. Das ist hier auch dokumentiert, können wir nochmal reingehen. Return a sound ID. This value can be used to play or unload the sound. Ja, da wir die nachher abspielen wollen, brauchen wir die sound ID und speichern die uns hier oben. Wir haben das genannt sound ID korrekt. Also sound ID korrekt ist gleich und dann der Methodenaufruf. Das Ganze machen wir nochmal für die andere sound ID, für wrong. Soundpool load this or raw. Wrong, Priority 1 und schon haben wir die Sounds initialisiert und sogar geladen. Jetzt können wir sie benutzen, jetzt können wir also den Sound auch schon abspielen. Dann müssen wir jetzt die richtige Stelle suchen. Fangen wir mal an hier mit dem korrekten Sound, also immer dann, wenn der Nutzer alles richtig gemacht hat. In OnCorrect wird hier aufgerufen, wenn der Nutzer die richtige Taste gedrückt hat. Dann wird hier der Text auf grün gesetzt. Und die Highscore gespeichert. Ich würde sagen, dazwischen, also nachdem wir den Text auf grün setzen und noch bevor wir die Highscore bearbeiten, spielen wir einfach unseren Sound ab. Und das machen wir auch wieder mit dem Soundpool. Das heißt, wir benutzen wieder das Soundpool und sagen dann hier Play. Wir rufen die Play-Methode auf. Und was will die? Die will jetzt diese Sound-ID, die wir oben also jetzt vorgeladen haben. Und dann Volume, Left Volume, Right Volume und so weiter. Also die Lautstärke für linken Kanal und rechten Kanal, offenbar Stereo-Sound. Gut, dann lasst uns das mal machen. Also Sound-ID ist jetzt hier diese korrekt. Sound-ID korrekt haben wir die genannt. Genau. So, was will er noch? Gucken wir uns das nochmal an. Er will also Left Volume, Right Volume, Priority, Loop und Rate. So, Left Volume, Right Volume soll volle Lautstärke sein. Setzen wir auf 1, links und rechts. Was haben wir noch? Priority,
können wir auf 0 setzen. Das dient dazu, Sounds zu überschreiben. Also stellt euch vor, ihr spielt einen Sound ab, der vielleicht etwas länger läuft. Sagen wir, er läuft 10, 20 Sekunden und ihr wollt in der Zwischenzeit schon wieder einen anderen Sound spielen. Und ihr habt nur einen Soundkanal, so wie das jetzt hier in dem Fall ist, dann müsstet ihr Priority auf 1 setzen, damit sozusagen der neue Sound, den ihr abspielt, den alten überschreibt. Ist hier aber in dem Fall gar nicht so wichtig, können wir auf 0 lassen. Was kommt dann? Dann kommt Loop. Loop bedeutet, ob der Sound halt in der Schleife gespielt werden soll, also immer wieder hintereinander. Das würde ich sagen, auf keinen Fall, also 0. Wir wollen den Sound nur einmal spielen. Und Rate gibt nochmal die Frequenz bzw. die Geschwindigkeit an. Die würde ich bei 1 lassen, das ist die normale Geschwindigkeit. So sieht also der Aufruf aus, um den korrekten Sound abzuspielen. Ich kopiere mal die Zeile, die brauchen wir jetzt in ähnlicher Form wieder, und zwar hier oben in OnError. OnError wird ja aufgerufen, wenn der Nutzer einen Fehler gemacht hat. Da wird hier die Textfarbe auf Rot gesetzt und danach können wir den Error-Sound einbauen. Sound-ID wrong. Der Rest ist gleich, also volle Lautstärke, keine Wiederholung, keine Priorität und mit normaler Geschwindigkeit. Das sollte es gewesen sein. Ich würde sagen, das müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Ich starte mal die App. So, das ist sie. Den Sound mache ich hier mal auf volle Lautstärke, dass ihr das auch hört. Und jetzt, Achtung. Geht super. Okay. Jetzt mache ich mal einen Fehler. Ich drücke jetzt mal wieder Plus, obwohl die 6, die ja jetzt kommen würde, eigentlich erfordern würde, dass ich die Boom-Taste drücke. Funktioniert. Habt ihr gehört, oder? So, nochmal von vorne. Funktioniert. Perfekt. Alles richtig gemacht. Ja, super cool. Das hat doch wieder Spaß gemacht. Probier das Ganze mal aus. Und wie vorhin schon gesagt, den Quelltext zur Boom-App findest du in der Videobeschreibung. Einfach kurz nach unten scrollen, runterladen, entpacken und mit Android Studio öffnen. Und dann kannst du die Sounds einbauen. Die sind nämlich noch nicht drin. Das müsstest du selber machen. Du kannst auch mal versuchen, in die Aufgaben-App ein paar Sounds einzubauen. Zum Beispiel, wenn man eine Aufgabe erstellt oder abhakt. Einfach dazu auch den Quelltext runterladen. Auch den findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, gib dem Ganzen einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Falls nicht, lass den Daumen weg und schreib mir in die Kommentare, was dir vielleicht nicht so gut gefallen hat. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn jetzt, damit du kein Video verpasst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Coden und ein super schönes Wochenende.